Hallo ihr Lieben, Hex hier. Zeige euch heute, wie man so eine einfache Faltkarte machen kann. Wenn ihr sie aufklappt, habt ihr hier so ein Scrap-Papier, hier unten ein Stempelchen und hier draußen das Motiv und ein Schriftzug. Und wenn man das so aufklappt, dann sieht man hier dieses Dreieck, was eigentlich von eurem quadratischen Motiv stammt. Ja, und es ist wirklich nicht schwer, ihr werdet sehen. Ihr braucht dafür ein Stückchen Karton in A5, also 21 breit und 14,8 hoch. Das faltet ihr zur Hälfte. Dann braucht ihr einmal für außen ein Scrap-Papier. Das ist 14,3 mal 10 cm und ein gleich großes Stück Scrap-Papier für eure Innenseite dann. So. Dann braucht ihr noch für euer Motiv einmal Karton 9 mal 9 cm und euer Motiv selber ist 8,5 mal 8,5 cm. Wenn ihr das bestempeln wollt, macht das vorher und malt das an, bevor ihr das dann auf den 9 mal 9 cm Karton. Euer Scrap-Papier für außen klebt ihr jetzt hier auch auf. Dann braucht ihr Lineal und Bleistift und dann messt ihr, also von hier, von dieser Kante, wo eure Karte auf ist, 9 cm ab und macht eine Markierung. Das gleiche macht ihr hier unten, auch bei 9 cm. Und dann nehmt ihr euer Lineal und legt das oben an der Kante an und schaut, wo eure Markierungen sind. Und dann macht ihr eine Hilfslinie von oben zu 9 cm. Und das nur deswegen, damit ihr dann nachher hier eine gerade Kante habt. So, und jetzt faltet ihr die obere Ecke bis zu dieser Falzlinie. Mit einem Falzbein nochmal ordentlich nachziehen. Wenn ihr das gefaltet habt, klappt ihr das wieder auf und dann könnt ihr alle eure Markierungen und Hilfslinien wieder wegradieren. So. Und dann braucht ihr euer zusammengeklebtes und aufgemotztes Motiv. Und das kommt dann hier drauf. Das bedeutet, wir machen nur auf diese Seite hier, also auf dieses Dreieck, machen wir Kleber. Und dieses Motiv muss mit dieser Kante und mit dieser Kante jetzt abschließen. Das heißt also, legt es zuerst da drüben an und schaut, dass es oben richtig gerade ist und dann wird es aufgeklebt. So, jetzt habt ihr eigentlich schon euer Mechanismus fertig. Könnt ihr es erstmal aufklappen. Dann könnt ihr hier euer zweites Scrap-Papier einkleben.
Und dann braucht ihr hier vorne noch einen Schriftzug. Und dann könnt ihr einfach hier, so wie ich, so ein Rechteck mit eurem Schriftzug machen. Oder ihr macht wie hier so ein Fähnchen. Das könnt ihr länger oder kürzer machen, so wie ihr das gerne wollt. Und das kleben wir dann jetzt auch noch hier drauf. So, und dann haben wir hier noch ein kleines bisschen Deko, so eine Stanzschneeflocke. Und das kriegt noch ein Steinchen. Die sind so winzig. Das waren sogar zwei, habt ihr das gesehen? So. Und damit ist jetzt eure Karte fertig. Gesehen, das ging total schnell. Total einfach. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!